Am 5. Oktober feierte das Kuratorium Deutsche Altershilfe sein 50. Jubiläum im Haus der Geschichte in Bonn. 200 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wohlfahrtspflege, Altenhilfe und Medien waren der Einladung gefolgt. Darunter auch der Schirmherr des KDA, Bundespräsident Joachim Gauck. Er würdigte in seiner Festansprache die Arbeit des Kuratoriums. Nach der Einsicht in den demografischen Wandel als gesellschaftliche Perspektive muss jetzt eine stärkere Auseinandersetzung mit den individuellen Perspektiven erfolgen. Und dazu gehört, dass wir die Freude über die geschenkten Jahre verbinden mit dem Zustand in den Jahren danach, in denen oft Krankheit, Pflegebedürftigkeit und das Sterben die Themen setzt. Selbstbestimmung und Selbstreflexion bedingen einander. Wir brauchen nicht nur Strukturen und Gelder, um die Zukunft zu bewältigen, wir brauchen eben auch Menschen, die mit diesen existenziellen Fragen umgehen können. Für mich ist die emotionale und soziale Kompetenz der größte Engpass und die größte Schwachstelle in unserer älter werdenden Gesellschaft. Wenn es uns gelingt, mit dem Alter und all unseren Ängsten, die dazugehören, reifer umzugehen, ja, sie letztlich zu akzeptieren als einen Teil unseres Lebens, statt gedanklich zu flüchten, dann wird die Gesellschaft eine humanere sein. Das KDA widmet sich der Aufgabe, eine humanere Gesellschaft zu schaffen, seit inzwischen 5 Jahrzehnten. Wir haben es gerade im Film gesehen. Dass das KDA dabei eine Art Zukunftswerkstatt der alten Arbeit sei, der die Arbeit nie ausgehe, betonte der Vorstandsvorsitzende des KDA, Dr. Jürgen Gode. Bei seiner Arbeit zeige das KDA immer wieder einen langen Atem und Mut, auch an schwierigen Themen dran zu bleiben. Wir ziehen Bilanz und wir schauen nach vorne. Wir feiern nicht um unserer selbst willen. Das Thema einer älter werdenden Gesellschaft ist kein Aufreger mehr. Auch wenn man nicht sagen kann, dass es alle Politikbereiche und die gesellschaftlichen Diskussionen bestimmt. Es gibt nach wie vor blinde Flecke. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe ist eine Zukunftswerkstatt. Das Alter darf nicht abseits stehen, so hieß das Motto der ersten Kampagne. Man kann es nur ausgeben, wenn man weiß, es gibt Menschen im Schatten. Es gibt sie bis heute. Und es wird sie auch morgen geben, die Arbeit geht uns nicht aus. Verknüpft man diese Beobachtung mit dem Ziel, das der Bundespräsident eben noch einmal ausgelegt hat, Selbstbestimmung und Lebensqualität, das die Gründer, der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke und seine Ehefrau Wilhelmine und Ideengeber, Herrn Professor Schweitzer habe ich schon begrüßt, dem KDA damals mitgegeben haben, ist damit eine Leuchtspur gelegt, die bedeutsam, die modern und die zukunftsweisend ist. Es geht um eine politische Gestaltungsaufgabe, die Teilhabe von Menschen aller Generationen zu ermöglichen, den Zugang aller Menschen zu solidarischer, sozialer Sicherung und zu Beteiligung und Mitgestaltung auf lokaler Ebene zu garantieren. Und eine Gemeinwohlorientierung zu stärken, die Gemeinsinn hervorbringt, darum geht es. Der Festakt verdeutlichte einmal mehr die gesellschaftspolitische Relevanz des Alters und Alterns im Angesicht der Herausforderungen des demografischen Wandels. Und so schlug auch Barbara Steffens, NRW-Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, kritische Töne an. Sie warnte im Hinblick auf den demografischen Wandel und dessen Herausforderungen. Und ich sag mal, ich glaube, dass wir in der Frage demografische Entwicklung, in der Frage, was ist uns älter werden wert und wie wollen wir gemeinsam als Gesellschaft älter werden, nicht mehr die Zeit haben und nicht mehr die Ruhe haben können, langsam Konzepte ins Land zu tragen, sondern wir brauchen sie als sehr lauten Verstärker, als sehr intensiven Verstärker, weil wir eigentlich in vielen Punkten nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12 haben und ganz schnell
in dieser Gesellschaft nicht das Erkenntnisdefizit, sondern das Umsetzungsdefizit beseitigen müssen, denn wir wissen viel, was in der Gesellschaft an Defiziten vorhanden ist und was an Problemen kommen wird. Ja, wir brauchen das KDA, um die nächsten Schritte, die notwendig sind, gemeinsam zu gehen, die Schritte, die notwendig sind, um in Würde alt werden zu können. Und ich freue mich darüber, dass Sie in diesem Sinne, Herr Bundespräsident, als Verstärker auftreten werden, weil ich glaube, dass wir am Umgang mit den älteren Menschen, am Umgang mit Menschen mit Behinderung unseren Wert als Gesellschaft am deutlichsten sehen können. In einer anschließenden Gesprächsrunde hoben die ehemalige Gesundheitsministerin Prof. Dr. Dr. Ursula Lehr, der ehemalige KDA-Vorsitzende Prof. Dr. Günther Buhlmann und der Vorsitzende der Stiftung Pro Alter, Prälat Rudolf Schmidt, die Erfolge des Kuratoriums hervor. Sie erinnerten sich an die Gründungszeit und sprachen Wünsche für die Zukunft des KDA aus. Durch diese Schnittstelle dieser drei Bereiche, Wissenschaft, sowohl Bonn als auch Professor Blum von Köln und Ministerium und praktische Umsetzung, hat das KDA sehr viel geschaffen. Und ich muss noch eines erwähnen, sicher war Pflege und Versorgung der Hauptgrund. Aber Wilhelmine Lübcke hat von Anfang an den Wilhelmine-Lübcke-Preis ausgesetzt für diejenigen, die in den Medien ein realistisches Altersbild darstellen und hat betont, dass das realistische Altersbild nicht nur ein negatives ist, natürlich irgendwo hört das Leben auf, aber auch dasjenige, was ältere Menschen leisten. Also das hat Wilhelmine Lübcke sehr deutlich herausgestellt. War natürlich bei den Kommunen auch vor allen Dingen ein Problem und eine Aufgabe, moderne, der Zeit entsprechende Alteneinrichtungen, Heime zu schaffen. Und es gab damals in der ganzen Bundesrepublik ja nicht viele Architekten, die einfach vom Ablauf des Betriebs in Heimen, natürlich auch von den Bedürfnissen der Bewohner und erst recht des Personals etwas mehr als nur oberflächliche Ahnung hatten. Und das war eben die große Stärke des KDA, nicht? Des Teams um Herrn Winter, den ich hier nennen möchte, und um Herrn Rückert. Nicht? Es war so, dass eigentlich das KDA damals in diesen Jahren, die mir jetzt vorschweben, eine Wallfahrtsstätte für Architekten wurde. Ich gehe, wie wir alle, davon aus, dass Selbstbestimmung und Lebensqualität für Menschen unter den Bedingungen der Pflegebedürftigkeit in der Zunahme in der Zukunft mindestens genauso schwer zu realisieren sind wie in der Vergangenheit. Man kann auch der Meinung sein, dass diese hohen Ansprüche in der zukünftigen Entwicklung mehr gefährdet seien, als sie es in den letzten 10 Jahren zumindest gewesen sind. Deswegen wünsche ich dem KDA, dass es als eine unabhängige und fachlich hochkompetente Institution immer wieder nachdrücklich dafür eintreten kann, dass Selbstbestimmung und Lebensqualität unter den Bedingungen von Pflegebedürftigkeit wirklich so gut es irgend geht gewährleistet bleibt, sowohl in den stationären oder halbstationären oder wie auch immer Einrichtungen wie zu Hause. Das Elend zu Hause nimmt zu, meine Damen und Herren. Ganz deutlich, jetzt schon zu beobachten. Pflegefehler passieren im eklatanten Umfang immer mehr zu Hause, weniger in den Heimen, hat viele Gründe. Diese Tendenz wird sich eher fortsetzen. Und deswegen brauchen wir eine unabhängige Institution, die interessengeleitet nur von den Interessen derer, die es angeht, nämlich die pflegebedürftigen alten Menschen, sich darum sorgt, was getan werden muss und dafür mahnend den Finger erhebt. Dazu bedarf es auch der finanziellen Unabhängigkeit des KDA und die wird bald nicht mehr gegeben sein, wenn da nicht entscheidenden Menschen in dieser Republik etwas einfällt.